Dann, Leute, ihr wisst ja, ich war in Berlin bei Moritz. War ganz cool, das war fresh. Abgesehen davon, dass er sehr eifersüchtig auch auf ihn war und mich dauernd angerufen hat, Leute. Gut, meine Freunde, wir haben euch ein paar Storytimes für euch und ich weiß jetzt schon, ihr werdet jede einzelne davon lieben, weil es sind Storys, die ihr euch mal schon so gefragt habt. Und zwar, einer davon ist auch mein erster Freund und viele von euch kann ich gar nicht vorstellen, wie Cell ein Freund hat. Das erzähle ich heute alles in diesem Video, also bleibt gespannt und bleibt dran. Also Leute, wir fangen an mit meiner Story, mein allererster Freund. Ich muss kurz erwähnen, dass ich zu dem Zeitpunkt 13 Jahre alt war, also sehr dumm und naiv. Und Inga, keiner wusste es. So, klar, die haben mein Handy gelesen und entsperrt, ohne meine Erlaubnis, halt alles erfahren. Aber ich habe das gebraucht, Leute, weil mein Freund war 19. Oh, das klingt so krass. Ich war 13 Jahre alt, hab frisch mit YouTube... Was ist frisch mit YouTube gegangen? Ich war schon ein bisschen länger dort, aber auf jeden Fall, ich war so Neuling, wenn ich das von jetzt aus sehe. Ich war 13 und er war 19. Wie wir uns kennengelernt haben, ist ganz Cringe-Basis, Leute. Und zwar haben wir uns auf Discord kennengelernt. Mir wurde ein Discord-Server angeboten zu machen, so Lama-Army-mäßig halt, wo all meine Community dann joint. Ja, fand ich ganz cool als 13-Jährige, so eine Plattform, wo alle Leute sind, die mich schauen. Ja, Gott, das ist so unangenehm, Leute. Ich weiß gar nicht, wie ich mit euch reden soll. Ich bin ganz heiß, Alter. Auf jeden Fall waren wir auf Discord dann und dann war da auch so ein Call-Channel, wo man gemeinsam schlafen gehen kann. Das heißt, ihr wart sozusagen im Telefonat und seid als Gruppe schlafen gegangen. Ich fand es damals relativ cool. Und dann eines Nachts, ihr wisst damals, Leute, 13-jähriges Discord-Girl-Alter. Ich war richtig am Chillen, Junge. Ich habe mir wirklich, ich war mehrere Stunden am Discord, 14, 15 Stunden täglich mindestens. Und auch wenn ich geschlafen habe, Leute, ich bin nachts aufgewacht, habe geschrieben, ich dachte, yo, Leute, ist jemand wach? Und so habe ich voll gefühlt. Denn ich sehe, wir nennen jetzt mal Luca. Luca joined the group chat. Und ich war so, oh, Luca. Er heißt nicht echt Luca, will ich kurz erwähnen. Ja, ein 19-jähriger deutscher Luca, Leute, hat halt meinen Server gejoint. Eines Nachts kam er dann in unseren Call rein und hat halt ein bisschen gesprochen, obwohl es ja ein Schlafserver war, wisst ihr? Und dann sah ich zu dem, Luca, du darfst gar nicht reden. Und dann sind wir in einen eigenen Channel gegangen, wo man zu zweit reden konnte. Und dann haben wir... Das ist so unangenehm. Oh Gott, ganz kurz, Leute, ich stelle mir jetzt gerade vor, Cell mit 13 Jahren mit dem hohen Zopf, mit ihrem Pulli, wo irgendwelche Pferde drauf waren, mit der Augenbraue und so dünn war's. Warte, hier ein Foto, wie ich aussah. Oh nein, nein! Doch nicht. So, dann haben Luca und ich wirklich Nächte durchgeredet, jeden Tag. Und ich war full in love, Leute. Ich war 13. 13 Jahre alt. Und ich dachte mir so, boah, Luca, du interessierst dich ja richtig für mich. Da haben wir Nummern ausgetauscht. Ich hatte damals ein, ich hatte sogar schon iPhone 6 oder so. Ja, ja, iPhone 6 oder so. Und ich fand den Luca eigentlich ganz wild, Leute. Also wir haben geschrieben jede Nacht, wir haben telefoniert jede Nacht. War auch eigentlich ganz süß. Bis auf das er 19 war. Bis auf das er 19 war. Und er wurde in dem Jahr, in dem das Ganze passiert ist, ja auch noch 20. Wisst ihr, was ich meine? Also war schon ein bisschen wild. Dann, ja, haben wir halt geschrieben und so, waren dann, ich glaube, 6 Monate oder so zusammen. Eine 13-Jährige und ein 19-Jähriger waren zusammen. 6 Monate lang, ich hoffe, ihr alle erkennt den Fehler, volljährig und nicht mal strafmündig, waren zusammen. Ja, ist eigentlich illegal? Safe, oder? Naja. So, und dann kam halt irgendwie... Oh, warte, erzähl mal, wie kam es so dazu? Hast du nicht gecheckt, dass er irgendwie komisch ist? Ich fand den Luca eigentlich ganz, ganz nett, Leute. Also ich habe gar nicht darauf geachtet, dass er 19 Jahre alt ist. Ich meine, er war wie ich, wisst ihr? Also ich bin 13 Jahre. Ja. Ja, okay, vielleicht hat er ab und zu halt älter gewirkt. Oh, jetzt habe ich seine Stimme im Kopf, Leute. Ja, hoffentlich hat er älter gewirkt. Nee, aber so 14, 15, nicht 19, Alter, und bald 20, wisst ihr? Luca ist jetzt 25 Jahre alt, Leute, und ich bin gerade eben mal frisch 18 geworden. Und ich will nur kurz sagen, Egg ist 22. Ja? Also, er könnte eher Egg daten als mich. Und er wusste auch, dass ich eine Schwester habe. Also, der Typ wusste alles von mir. Ich weiß nicht, was mein 13-jähriges, dummes
Kinds Kopf gedacht hatte, dass ich mit einem 19-Jährigen zusammenkomme. War anscheinend mein Typ. Hast du ein Bild gesehen? Ja klar, er hat mir gefacetimed und so, Leute. Luca war schon nicht anonym, Leute. Wir haben telefoniert, gefacetimed, per Discord geredet, Tag und Nacht geschrieben. Also selbst in der Schule, Alter. Ich weiß nicht ganz genau, ich war damals auf einem Gymnasium. Ich saß 6. Klasse hinten. Oder 5. 7. Ich weiß gar nicht, wo ich saß. Ob ich in der Schule war. Wir haben immer geschrieben, Leute. Also wirklich, wir haben 24/7 geschrieben. Und er wusste immer, wo ich war. Was, wenn ich jetzt so nachdenke, auch ein bisschen creepy ist. Aber er hat in Berlin gewohnt, wisst ihr? Zum Glück. Nein, jetzt wird's ja schlimm. Jetzt komme ich zum schlimmen Teil. Er war eifersüchtig auf jegliche männliche Person, mit der ich Kontakt hatte. Und das war ja, wie gesagt, ein Discord-Server, wo sehr viele Leute drauf waren. Ich glaube, 3.000 oder 4.000 waren da drauf. Und wir haben auch oft geschrieben dort. Und klar, also ich bin Channel gejoint und dann sind so ein paar Typen halt hinterher gejoint. Und dem Luke hat das gar nicht gepasst. Da hatten wir so oft Stress, Leute. Streit, wir hatten Stress, wir hatten... Boah. Hatte Stress mit einer 13-Jährigen? Ja, Mann. Oh, das ist so cringe, Leute. Ja, wir hatten voll oft Stress und so. Und ich weiß noch ganz genau, Alter, eines Tages hatten wir so Streit, dass wir gesagt haben, wir wollen nicht mehr zusammen sein und so. Und dann haben wir uns blockiert. Und dann hat er mich angerufen und gesagt, es tut mir leid, Selina, es tut mir leid. Und ich so, es ist okay, Luca, lass es uns nochmal versuchen. Und ich weiß nicht, Leute, was in meinem Kopf abging, dass ich einem 6 Jahre älteren, 7 Jahre älteren Mann gesagt habe, es ist okay, dass auch 13-jährige Jungs eifersüchtig sind. Du meinst, dass er auf 13-Jährige steht? Oh ja, das ist daran auch, das ist auch so ein Ding, darüber muss man reden. Dann, Leute, ihr wisst ja, ich war... in Berlin, bei Moritz, war ganz cool, das war fresh. Abgesehen davon, dass er sehr eifersüchtig auch auf ihn war und mich dauernd angerufen hat, Leute. Luca wohnte ja in Berlin. Und wenn ich zufälligerweise mal in seiner Stadt bin, wie lange fährt man nach Berlin? 7-8 Stunden von hier mit der Bahn. Da möchte er sich auch treffen. Gott, kurz, Gott. Oh Gott, ist das unangenehm, Digga. Oh. Ich glaube, ich kipp gleich um. Findet ihr das nicht unangenehm? Und dann hat Luca halt auch gesagt, ja, lass uns treffen und so. Und er wusste auch, in welchem Hotel ich bin. Und ich glaube, es war eine halbe Stunde oder so. Oh mein Gott, du hast es ihm noch gesagt. Mädchen, ich habe ihm alles gesagt, Alter. Und da hat er halt geguckt. Ich weiß so ganz genau, es waren 30 Minuten oder so. Fahrt halt bis zu meinem Hotel. Und er wollte kommen. Nein, er wollte sich in der Mitte treffen. Er wollte sich in der Mitte treffen. Alter, ich war so, Leute. Wie soll ich als 13-Jährige alleine in Berlin sein? Leute, ich weiß so ganz genau, ich war so aggressiv, als ich Selinas Wörter gehört habe. Inga und die haben mir erzählt, ja, dass die halt nach Berlin fahren. Und dann Selina aus dem Nichts, Leute, die kommt und sagt zu Inga, ja, Inga, weißt du, ich bin alt genug. Ich treffe mich alleine. Ich muss wohin? Alleine. Die so, ich musste aus dem Hotel raus, ich treffe mich alleine. Ich so, wohin gehst du? Ich so, spinnst du? Du bist 13. Und irgendwas hat mir jetzt gesagt, ey, die ist doch verrückt, Digga, stimmt doch nicht mit der Alten. Und dann habe ich Chats gelesen, wo ein Luca einer kleinen Zelle, einer 13-Jährigen, 13, ein Kind, er wollte sich mit einem Kind treffen, Leute. Ja. Okay. Und er wollte sich treffen mit ihm. Und das Ding ist, Leute, die war so stur, die hat so diskutiert, dieses Mädchen. Boah, ja, Leute, auf jeden Fall, er wollte sich in der Mitte treffen. Ich glaube, Potsdamer Platz oder so war das, wollte er sich treffen. Er hat mir gesagt, welche Bahn da hinfährt und so. U-Bahn sogar, U5 war das. Wollte er da hin? Und ich war so, okay, zieh mal durch. Ich sag zu Inga, Inga. Ich bin alt genug. Ich gehe jetzt alleine aus dem Hotel. Es war 22 Uhr. Ich glaube, der hatte sogar Auto. Ich weiß gar nicht, warum der nicht gekommen ist. Warte mal kurz. Und davor haben wir noch geschrieben, ja, wo wir uns genau treffen, ob wir uns beim ersten Treffen küssen wollen und so. Das war, boah, Leute, ey. Ja, ich bin nicht zu dem Treffen erschienen. Da war Luca sehr sauer, hat mich blockiert. Hat so direkt und indirekt mit mir Schluss gemacht. Und somit verging meine erste Liebe. Luca. Nein, Mann. Digga, Leute, mit 13, ich habe jede Person geliebt, die ich gesehen habe. Es ist so, ich habe jemanden gesehen, ich war so, boah. My heart is for you. Ja, ja, nur mit 13. So, okay, bis 15. Kurze Zusammenfassung, Leute. Passt auf, was ihr online macht. Mit wem ihr euch online trifft. Mit wem ihr allgemein euch abgibt. Und wenn ihr 13 seid und der Typ ist allgemein älter als ihr.
ihr seid doch nicht mal strafmündig und er ist schon volljährig. Fakt ist, allgemein Discord sind sehr viele Creeps unterwegs, Leute, so passt auf, datet keine älteren Leute, nicht online, nicht aus anderen Ländern und trifft euch nicht um 22 Uhr nachts in Berlin alleine mit einem Jungen. Passt auf, dass ihr nicht so ein Mädchen werdet und datet keine Jungs, die volljährig sind, wobei ihr es selbst noch nicht mal seid. Hey, voll krasse Story eigentlich, Alter. Mein erster Freund war ein... Okay, jetzt machen wir weiter mit der Next Story, Alinas Story. Also Leute, meine Story ist gar nicht so lange her. Ich glaube, die ist jetzt irgendwie 5 Monate oder so her. Ich glaube sogar weniger. Und zwar Leute, ich war einkaufen in der Stadt nach der Arbeit. Und Leute, mein Lohn ist gekommen. Ich war so glücklich. Ich habe so gemacht mit meinem Geld. Ich habe so viele Sachen eingekauft. Erst war ich im Müller drin, Leute, und habe mir von Müller Sachen gekauft. Ich habe mir so fett gegönnt, Leute. Aber okay, es waren nur 3 Sachen. Und ich, Leute, war noch so dumm und hatte meinen Kassenzettel nicht mitgenommen vom Müller damals, okay? Und ich dachte mir so, okay, ist eh egal. Bis ich gemerkt habe, ey, ich brauche noch eine wichtige Sache. Und dann bin ich zu DM gegangen, Leute. Und meine Müller-Sachen waren ganz normal eingepackt in der Tüte. Und dann, als ich bei DM gezahlt habe, Leute, die Kassiererin, die sah schon so aus, als ob die mich rechtlich irgendwie angreifen würde. Ich schwöre, Leute, ich habe gar nichts gemacht. Die sah aus wie so... Weißt du, die sah einfach so böse aus. Ich weiß nicht warum, aber in ihren Augen, man hat irgendwie diesen Hass gesehen. Und dann, Leute, ich möchte zahlen an DM. Und Kasse. Dann, genau, an der Kasse. Und dann sagt die so, sie haben geklaut. Was? Ja? Und ich so, und ich war so, richtig laut oder was? Ich war an der Kasse und, was? Und überall standen Leute. Oh, und ich so, hä, Gott. Was? Ich so, hä? Ich war voll verwirrt, Leute. Ich schwöre, ich hab fast angefangen zu heulen, gell? Oh mein Gott, Leute, ich war so peinlich. Und ich so, was? Und die so, sie haben geklaut? Ich so, das sind Sachen vom Müller. Die so, ich war bei Müller. Ich habe Sachen gekauft. Und Leute, ich sag zu ihr, ich war bei Müller. Ich habe die Sachen vom Müller gekauft. Ich habe leider meinen Kassenzettel vergessen dort. Ich so, wenn sie mir nicht glauben, dann gucke sie in den Überwachungskameras nach. Und Leute, hinter mir waren so eine fette Schlange. Oh, und ich schwöre auf alles. Ganz der hat mich angeguckt. Und bei dem, Leute, man sieht immer jemanden, den man kennt. Und dann wieder mit ihrer hysterischen, ekelhaften Stimme, Leute. Sie haben geklaut. Ich so, ich habe nicht geklaut. Alter, Leute, ich schwöre, ich hab straight angefangen zu heulen. Straight. Und dann die so, zeigen Sie bitte Ihre Produkte, die Sie von Müller gekauft haben. Und lässt jetzt so betont, ich schwöre, als ob ja, ich geklaut warte, hätte. Warte. Wie kam sie denn darauf? Ich verstehe weil, das nicht. Weil ich eine Müller-Tüte hatte und sie dachte irgendwie, nur weil ich eine Müller-Tüte hatte und kein Kassenzettel, dass ich mir die Sachen von DM gegönnt habe und anscheinend in eine Müller-Tüte reingepackt habe. Warte, also hat sie gesagt, zeigen Sie mal jetzt die Sachen von Müller. Ja, sie hat es extra so betont. Das hat mich aggressiv gemacht, Leute. Diese, zeigen Sie mal die Sachen von Müller. Digga, extra bestimmt an der Kasse. Ich hab mich geklaut. Ja, ich verstehe nicht. Die sieht nur die Tüte und schreit, dass sie die geklaut hat. Ja, was? Und Leute, das war ja nicht mal in irgendeinem Raum oder irgendwie am Rand oder was weiß ich. Die waren in der Kasse. Alle Leute haben gewartet, dass es weitergeht. Das Digga, war die einzige Kasse dort, die gerade offen hatte. Ganz Sam hat mich angeschaut und ich zeig dann jedes Produkt, Leute. Es waren 3 Produkte, das weiß ich ganz genau. Und diese Produkte gab es auch nicht bei DM. Ich so, hier, das, das und das. Die so, das haben wir im Sortiment? Ich so, nein, ich habe nicht geklaut. Ich so, gucken Sie doch in den Überwachungskameras nach. Und dann hat sie sich geweigert und wollte nicht in diesen Überwachungskameras nachgucken. Hä? Warum auch immer, okay? Die so, ich weiß ganz genau, die so, ich bin seit 6 Jahren hier. Die so, ich weiß ganz genau, dass sie geklaut haben. Dann die so, ich rufe jetzt die Filialleiterin. Und wie gesagt, ich stand auch immer an der Kasse. Alle Leute haben mich noch immer angeguckt. Und das Ding ist, ich kannte diese Chefin von meiner alten Schule, Leute. Weil sie war ein paar Klassen und Stufen über mir. Oh mein Gott! Ja, aber ich muss sagen, diese Chefin, Leute, war ein sehr, sehr nettes Mädchen. Auch wenn sie mich wahrscheinlich nicht mehr erkannt hat. Und dann kam diese Chefin aus dem hinteren Raum. Die ich mir so vor wie ein kleiner Eck an der Kasse alleine stehen. Und ich hab sie geklaut. Und ich so, doch. Könnte die Frau nicht einfach die Produkte scannen und dann steht er bestimmt nicht im Sortiment oder so? Weiß ich nicht. Weil der Barcode ja gar nicht bei denen drin ist. Und dann diese, ja, also die Sachen, die haben wir nicht im Sortiment.
beim nächsten Mal bitte den Kassenzettel mitbringen. Ist jetzt nicht schlimm, aber diese Sachen, die hatten wir noch nie im Sortiment. Und diese Kassiererin, wisst ihr, wie sie sich blamiert hat? Ich gucke sie so an, die so, oh, die haben wir ja auch nicht im Sortiment. Digga, ich hätte die so gerost, Alter. Ich hätte gesagt, Junge, die hat, Leute, ihr müsst euch vorstellen, stell dir vor, ich stehe an der Kasse, Digga. Euer Crush steht drei Schlangen hinter euch. Ja, wie gesagt, die war halt an der Kasse und hat sich wirklich nicht entschuldigt. Gar nichts gesagt. Nicht mal sorry, Leute. Nicht mal sorry. Gar nichts. Also, Moral der Story: Nehmt immer eure Kassettel mit, weil ihr wisst nicht, wo überall aggressive Kassiererinnen sind. Und dann durfte ich ganz mal raus aus DM, weil, wie gesagt, ich habe nichts genommen.